So. Du machst Spaghetti Bolognese. Du machst Lasagne. Geil. So, Quark fehlt mir. Dann mach doch mal Quark. Mach mal Quark. Gut. So, und du machst jetzt mal ein Weizenbier-Ale mit Aroma-Hopfen. Und komm, bisschen Frucht, warum nicht? Und du machst mir einen schönen Met. Und da möchte ich nur Trauben, Kirschen und Himbeeren drin haben. So, der Rum ist ungereift. Das heißt, der kommt jetzt ins Fass. So, okidoki. So, dann haben wir jetzt hier Quark. Jetzt kann ich machen Brie oder Mozzarella. Dann nehmen wir doch lieber Brie. Für den Käse brauche ich Schmalz. Na komm, dann nehmen wir lieber den noch, weil bis ich Schmalz gemacht habe, vergeht auch wieder etwas Zeit. Ziemlich geil alles. So. Marmeladenbrot. Machen wir hier gleich nochmal. Geil. Schmalz. So, du machst noch mal Marmeladensoße. So, jetzt bringen wir doch mal schnell noch ein paar Mahlzeiten hier unten rein. Also, wir haben die Spaghetti, wir haben die Lasagne. Ja, das war's dann auch schon. Weil logischerweise Hackfleisch und Bechamelsoße und so kann ich nicht. Brot könnte ich verkaufen. Das mache ich jetzt aber so nicht. Also da steht, es kostet 7,54.
Okay. Ja. Also. Machen wir mal hier noch jede Menge Zeugs. Ich meine, ich brauche das ja alles irgendwie. Komm, machen wir doch einfach nochmal Spaghetti. Warum auch nicht? Dann kann ich auch nochmal Lasagne machen. So. Ich meine, irgendwo muss die Knete ja herkommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also die Vorbereitungstische, da brauche ich noch welche. Komm, lass uns doch mal gucken, was ich bräuchte, um die Küche noch mal zu erweitern. Ein gutes Stück. Ich meine, ich kann ja mit dem... mit dem größeren Stall tatsächlich noch warten. Er baut auch nachts. Okay. Also nehmen wir mal an, ich würde die Küche hier noch mal so um 4 Felder vergrößern wollen. Dann brauche ich 5 Nägel, 5 Holz, 1 Goldmünze. Ach Quatsch. 75 Holz, 75 Nägel und 15 Goldmünzen. Gut, 75, 75. Ach, guck mal, für... Nee, das ist so geblieben. Jetzt fehlt Brennstoff. Wollte gerade schon sagen, mach mich jetzt nicht schwach hier. 6, 12, 24, 28. Zwölf, 24, 30. Ich meine, Gold habe ich ja jetzt glücklicherweise genug und auch schnell genug, um das mal eben zu machen. Komm, dann bestelle ich auch gleich noch einen zweiten Essensvorbereitungstisch. Habe ich das jetzt bestellt? Ich weiß es nicht. Wenn ich ihn am Ende dreimal habe, ist auch nicht schlimm. So. Jetzt kann ich irgendwas davon nochmal machen. Komm, dann machen wir nochmal Rippchen. Hier Rippchen. So, jetzt ist nämlich die Tomatensauce alle alle. Und dann machst du nochmal Tomatensauce. Dann haben wir hier Käse für die Reiferegale. Ach so, da kommt nur einer rein. Okay. Da dürfte Wein drin sein, genauso wie hier auch. Und da ist der Whisky drin, ne? Ja.
Oder Rum oder was das war. Ach so, jetzt fehlt wieder Brennstoff. Okay. Komm, dann machst du noch mal Lasagne. Geil. So, dann haben wir hier auch mal zwei Biersorten. Die kommen auch gleich noch in die Fässer rein. Lasagne, das Zeug. Ja. Jetzt sortiere ich das hier mal noch schnell in die Kisten, was ich jetzt hier mit mir rumschlepp. Also das, 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 das. Butter, Marmelade, Tomatensauce, den Teig. Das Brot werfe ich da auch erstmal rein, den Quark. Schmalz. Gut, der Rest passt nicht mehr. Oh, guck mal, ich kann Cheeseburger machen. Dann brauche ich doch nicht nur diesen einen Käse, sondern Käse jeder Art. Hackfleisch, Brot. Hör mal ruhig den. Ach so, nur Käse, der nicht reifen muss. Okay, was soll's. Geil! So. Warte, ich bringe das eine Gericht jetzt hier noch rein. Noch mehr Rippchen. So, und jetzt wird es spät. Und, warte. Eine Sache mache ich noch schnell. Ich mache noch schnell ein paar Nägel und noch ein paar Bretter. Damit wir den Küchenausbau so schnell wie möglich hinbekommen. Nicht genug Brennstoff. Erzähl mir was Neues. So, jetzt fehlt mir natürlich Eisenbarren. J. Jetzt gehe ich aber pennen. Und ich würde auch sagen, wir haben... Warte, habe ich noch was bestellt gehabt? Nein. Und dann würde ich halt auch sagen, haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Also eigentlich ja doch schon eine ganze Menge, wie ich finde. Es fühlt sich auf jeden Fall jetzt danach an. Wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, dann schaltet ihr in der nächsten Folge ein. Und die kommt wie immer morgen. Tschüss.